Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Hydrogol-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und wie ihr am Bild unschwer erkennen könnt hier, haben wir natürlich jetzt den Roman der aktuellen Peri der Erstauflage. Und zwar Hubert Hensel, die Phantomarmada, die Nummer 3273, Transfer nach Admon, die Leuchtkraft wird angegriffen. Ja, Cover, man sieht schon, sitzt jemand im Raumschiff, schießt auf ein Schiff, das man für die Leuchtkraft halten könnte, wobei die etwas pummelig aussieht, aber wenn man es nachmisst, passt es vielleicht sogar. Ja, man hat immer so ein bisschen andere Vorstellung. Ja, aber Bild. Nee, ist nicht von Johnny Bock. Ich habe doch mal so rumgeguckt. Aus ein paar anderen Gründen. Ne, wer es gemalt hat, steht hier nicht drin in der Peripetia. Die ist noch nicht gepflegt, weil ich nutze den Feiertag und nehme es etwas eher auf. Ich habe den Peri heute Morgen gelesen und zwar war wie ein Fingerschnippen. Das war noch vorm Frühstück fertig und oder nee, ist gar nicht wahr, nach dem Frühstück. Ich musste noch ein bisschen was tun, leider. Aber ja. Ja, toller Roman, hat mir gut gefallen. Worum geht es überhaupt? Also im Prinzip, die Leuchtkraft reist im Windschatten der Tasmedia zum Ziel des S-Fragmentes nach Admon. Was sich erst nach einem Spaziergang der Kosmokratentechnik der Leuchtkraft anfühlt, erweist sich dann schnell als gefährliches Unterfangen, denn Kmossens Handlanger haben noch ein paar gefährliche, gezinkte Esse im Ärmel und gehen zum Angriff über. Also man merkt halt schon, hier wird geschossen, hier geht's rund und ja, die Phantom-Armada, die schlüpft aus der Tasmedia und rückt dann der Leuchtkraft auf die Pelle. Und das ist ein Gegner, der durchaus chaotarische Technik hat. Ne? Und das wird dann auch so nochmal eine blauen Walze der Kosmokraten gefährlich. Also vor allem in der Masse halt, ne? Wie die Armada das ja dann schon auch andeutet. Ne? Das einzelne Schiff ist vielleicht der Leuchtkraft weit unterlegen, aber in der Masse macht es dann doch. Also da sind dann doch viele Hunde des Hasen tot. Dann, ne? Ja. Hält mich die Geschichte im Lesefluss? Also ich muss sagen, das war ganz klassisch Perirodan auf den Punkt. Nach viel Herumgeträume halt. Es gibt ordentlich Action, Sense of Wonder und Raumschlachten halt, ne, wie das Bild das schon sagt. Also das Herz des klassischen Peri-Fans blüht hier auf förmlich. Und ja, Peri, Sonte Abel, Peters Molaut und Atanas Lato plus ein ganzer Schwung Zwerg-Androiden sind richtig in Action. Die haben was zu tun. Die geben alles und ja, das macht definitiv Spaß. Ja, Sense of Wonder Mehrwert ist natürlich jetzt ein actionlastiger Roman. Klar, da kann man natürlich jetzt nicht hochphilosophische Dinge erwarten, obwohl so ein paar Schmankerln sind mit dabei. Also wir erleben halt die Leuchtkraft und unsere zellaktivierte Träger in Action. Ja, aber die Leuchtkraft war toll beschrieben, die Landschaft war toll beschrieben. Es wurde beschrieben, wie die Leuchtkraft überhaupt funktioniert halt. Ne? Das war schon mal sehr anschaulich halt, ne? So abgespaced und abgefahren, wie die Leuchtkraft halt auch ist mit ihren Parallelrealitäten. Hubert Hensel hat das super beschrieben, also das ergibt dann auch verständlich und Sinn. Es wird viel Technik beschrieben, es wurden die Gegner halt beschrieben, ne? Die haben natürlich so ein ganz fantastisches Element, wenn sie da quasi halt aus der Tasmedia rausschlüpfen halt, ne, und dann zum Angriff übergehen halt, beziehungsweise sich erstmal manifestieren müssen halt, ne, und ja, es wurde viel Technik beschrieben halt, ne, ist Peri in Action halt, man merkt halt schon, er ist erfahren in Raumschlachten und kennt sich definitiv mit Raumschiff-Cloud aus. Das ist seine Kernkompetenz, definitiv. Ja, das heißt, er rückt dann der Armada auf die Pelle halt und unserem Gegner da halt, was er das wie er hieß, steht in der Dings jetzt nicht drin. Ja, die Namen von so ein paar Zwerg-Androiden stehen drin. Auch eine sehr ohne Wolkenfahrt, der ist natürlich mit Peri mit dabei, der ist schon mal sympathisch halt. Ne? Kemur, der Strukturläufer, ist mit dabei halt. Ne? Das war auch schon mal wiedersehen. Er macht sich auch definitiv lustig, nützlich, nicht lustig, sondern nützlich. Am Hafenkrot ist so, ja, so ein bisschen. Ja, wie soll man das sagen? Vielleicht so die Figur, die am meisten was Philosophisches hat, ne, indem sie im Prinzip halt dann so beschädigt, also als beschädigter Zweck-Android quasi von Dan vergessen, da immer noch ihr Wesen treibt halt und dann auch mit eingreifen kann und dann auch so ein bisschen die Leuchtkraft mit rettet halt. Ne? Das ist, man merkt halt auch so, beschädigte Zweck-Androiden sind definitiv noch nützlich. Ja, genau, Spannungsfeld, es scheppert, es kracht, es bunkt, es gibt halt einiges an Action. Es gibt einen definitiv würdigen Gegner, also der
Unser Mosens Handlanger, der macht sich definitiv bezahlt, der macht sich nützlich halt, ne? Ist auch so ein richtiger Unsympath, ne? Und bis dann zum Schluss halt nochmal, ja, da nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Also das musst du aber selber lesen oder machen wir nach dem Cut. Also das ist schon, ja, hat mir in Summe wirklich gut gefallen. Sehr runder Roman, definitiv toll geschrieben von Hubert Hensel. Ich habe ihn irgendwann mal als Altmeister bezeichnet, irgendwann hat er dann leicht gelacht, aber der gute Mann ist auch bald seit 30 Jahren dabei. Also nicht ganz, aber es sind fast 30 Jahre. Ich glaube, nächstes Jahr werden es 30 Jahre. Und man merkt, ja, mir hat sein Handwerk poliert, geschliffen, gefeilt, gehonnt. Und die Romane sind toll. Ich lese sie sehr, sehr gerne. Sie sind halt klassisch, sie sind Action, sie nehmen mit, sie haben viel auch zum, viele Schmankerl, viel zum Nachdenken drüber drin halt. Ne? Und ich finde, es ist wirklich eine perfekte Mischung und top, wirklich. Ich merke halt, also Hubert Hensel hat natürlich auch viel die ganz klassischen Perrys noch studiert, da natürlich dann auch, oder die klassischeren Perrys studiert natürlich auch die Silberwinde alle überarbeitet, hat natürlich dann dadurch auch viel klassisches Perry-Feeling mit aufgenommen hat, denke ich mal. Und ja, natürlich auch als Leser seit 300 mit dabei ist halt, ne, also die Konstrukteure des Zentrums auf jeden Fall halt. Ne. Von daher, ja, ich habe mal so ein bisschen auf der Wikipedia-Seite geguckt, guckt mal rein, also es lohnt sich halt, das ist ein ganz interessanter Artikel und ja, also ich muss sagen, so mag ich Perry, definitiv, so gefällt mir das und so lasse ich mir das definitiv auch gefallen. Ich würde sagen, nach dem ganz vielen Lobhudeln kommen wir mal zu den Punkten. So, Perry raus, Fenster an. So, da muss ich auch noch übrigens ab. Ja, Immersion. Also ich muss sagen, das war so nah am Hyperraum wie schon lange nicht mehr. Also da, also ganz Hyperraum war es nicht. Zwischendurch hat sich mal ganz kurz rausgekickt, aber das war wirklich fast, wirklich nur ganz marginal halt. Von daher gebe ich mal 3,75 Punkte, also so nah an 4 wie schon lange nicht mehr. Wirklich sehr gut, toller Roman, sehr schnell, sehr actionreich, sehr schnell, interessant, spannend, wirklich tolles, perfektes Package. Alles, was mir Spaß macht und das reichlich. Ja, Sensor von der Mehrwert, da gebe ich mal 1,75 Punkte. Wir erfahren viel über die Leuchtkraft, wir erfahren viel über den Gegner, wir kriegen viel Technik mit, wir erleben halt unser Perry in Action, also er gibt wirklich alles, das funktioniert super und ja, hinterlässt ein tolles Gefühl und ja, gefällt mir gut. Ja, der Spannungsbogen, da gebe ich auch mal 1,75 Punkte. Der Roman ist spannend halt, ne? Das ist so natürlich jetzt, ja, also es ist schon sehr raumschlachtspezifisch halt, aber es ist trotzdem spannend geschrieben, ne? Es geht rund. Perry gibt alles, Perry wird gefordert, die Leuchtkraft, wir zittern um die Leuchtkraft und das ist schon definitiv spannend. Also das, ja, und für den Autor gebe ich dann auch mal 1,75 Punkte, weil das Ding ist wirklich toll geschrieben und ja, da gebe ich in Summe wirklich sehr, sehr gute 9 Punkte und ich glaube, da muss sich keiner mit verstecken. Ne? Also das ist wirklich ein toll geschriebener Roman. So, genau. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee, also ja, also ich nehme es jetzt am Feiertag auf halt, ne? Also ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Frühstück halt. Ne? Ja, was noch so ansteht, gut, halt, es ist ein langes Wochenende. Leider ist so ein bisschen der Effekt eingetrieben, immer wenn ich auf den Con will, passiert was halt, sonst ist monatelang Ruhe und passiert gar nichts und dann natürlich geballt wieder. Ja, also ich denke mal, ich werde es hoffentlich zum Colonia-Con schaffen. Ich denke mal, die Teelänge wird dann auch über den Kolonia-Con gehen halt. Das bietet sich natürlich dann an, wenn man da ist halt. Sonst muss man was anderes überlegen. Wäre natürlich doof, ne? Aber ja. Genau. Was gibt es sonst so Schönes? Ja. Sonst, ich bin noch fleißig dabei halt. Ich müsste meine Lesung nochmal vorbereiten, aber ich habe noch ein bisschen Zeit halt. Und von daher, ich bin gerade noch dabei, so in der Phase 0. Ich sammle noch halt Ideen für meinen, nennen wir es mal Hydrogol 6,5. Ich glaube, das passt ganz gut. Vielleicht sogar draufschreiben, wer weiß. Weil 6 war ja eigentlich die geplante Anthologie, die ja eigentlich ins Wasser gefallen ist. Aber gut. Da bin ich in der Vorbereitung. Es geht voran. Also ich das Bild vervollständigt sich so langsam. Ich habe so langsam eine Idee, was da abgeht. Und muss noch ein bisschen was machen halt. Also im Prinzip, wenn man immer so top vorbereitet in solche Dinge reingeht, ich glaube, das merkt man dann auch. Das funktioniert dann einfach dann auch deutlich besser halt. Ne? Und ja, klappt dann gut. Ja. Gut geklappt, genau. Stichwort. So, da hier Hubert Hensel, Phantom Armada. Wer den Roman noch nicht gelesen hat, schaltet jetzt ab und kommt später wieder. Bis nachher.
Ja, tolles Ding. Also hat mir super gefallen. Gut, im Prinzip die Kerngeschichte ist auch schon erzählt halt. Also im Prinzip halt die Leuchtkraft fliegt Huckepack mit der Tismedia halt dann in dieses Antum-System halt, ne, zu der Quelle halt dieser Fernsonden halt, ich würde sie chaotarisch halten halt, ne, oder so ein bisschen, hat so ein bisschen Touch von chaotarisch. Pronk war mit seinem Stock halt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wer genau heißt, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Also im Prinzip gibt es halt die Stöcke und die sammeln halt auch dann irgendwie Vitalenergie ein halt, ne? Um anscheinend halt diese so eine Art Superintelligenz zu bauen oder halt um diese Stöcke zu befüllen halt, ne? Ja, hat so ein, wirklich so ein Touch chaotarisch halt, ne? Und ja, Kmossen war natürlich halt auch fleißig unterwegs halt, ne? Er hat ja das halt von langer Hand da seine Strippen gezogen halt, hat dazu gesorgt halt, dass die Typen da halt das S-Fragment bergen und bei sich verwursten sollen halt, ne, damit es halt dann nicht zum Zusammenbau von S verwendet wird halt, ne, und ja, Kmossen hat überall seine Handlanger hinterlassen halt, ne, überall seine Finger drin und ja, wir haben damit halt die Phantomarmada halt, die dann auch merkt halt von wegen, ja, die Kosmokratentechnik ist zwar so nah an perfekt, wie es überhaupt nur geht, allerdings nichts ist wirklich perfekt und das heißt, wir haben so einen kleinen Ruckler in der Kosmokratentechnik halt, die Zwerganduinen reparieren das halt und damit kommt dann auch unser, wie hieß er nochmal, muss gerade ganz schnell gucken, Havelruf, nee, Hagelwrund, genau, Arm passt ganz gut, weil der repariert das mit bloßen Händen und das bekommt seinen Händen und seinen Armen so gar nicht gut, weil ja. Er kriegt zwar die Tarnvorrichtung wieder richtig zugange, aber das kostet ihn halt seine Arme und ja, sorgt dafür, dass er irgendwie dann irgendwie da aus dem Dienstverhältnis herausflackert und ja, man merkt halt schon, es wird gleich direkt das Nachfolgemodell generiert halt von Dan und dann ist aber halt der Mann ohne Arme ist dann halt immer noch im Hintergrund zugange halt, ne? Und den treffen dann auch auf dem Schiff. Das ist schon wirklich coole Idee, tolle Idee. Finde ich auch so noch mal so ein bisschen, gibt dem Ganzen mal so eine menschliche, philosophische Komponente. Gefällt mir sehr gut. Ja, genau. Die Leuchtkraft, man merkt halt schon, es wird alles irgendwie greifbarer halt, ne? Durch wie Uwe Hensel das beschrieben hat. Gefällt mir sehr gut. Gut, wir erleben die Technik, wir merken halt, okay, die Parallelitäten haben schon irgendeinen Sinn halt, ne? Das wird halt immer da eingesetzt halt, um Technik zu verschieben, Technik zum Laufen zu bringen, Kosmokratentechnik halt Kosmokratentechnik sein zu lassen und ja, die Leuchtkraft halt zu einer blauen Walze zu machen, die halt dann technisch natürlich ganz, ganz oben in der Nahrungskette mitschwimmt halt, ne? Und ja, gut, auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Kaotaren Knechte, wirklich halt mit Kmosen halt dem marodierenden Vorauskommando halt von Fenerik halt, der dann sorgt, dass Fenerik dann deutlich leichteres Spiel hat, ne? Und ja, wer weiß halt, ob Kmosen da vielleicht auch beim Zerfall von Esther irgendwie seine Finger im Spiel hatte, wäre natürlich vielleicht auch eine Erklärung. Ja, meine Hypothese ist allerdings mehr, dass es sich, glaube ich, vor Tees versteckt hat und da so keinen Bock hatte, da irgendwie in den jenseitigen Landen zu enden, sondern dachte, komm, ich mache mich hier dünne, sieh zu, dass sie sich verpieseln und baue mich nachher wieder zusammen, wenn Thees halt weg ist, ne? Nach der Kronenscherung. Also das wird vielleicht eher passen. Weltenbrand kommt vielleicht auch so ein bisschen mit rein, weil natürlich jetzt so diese Pervertierung der Iris halt, ne, durch Alarm von Auris, ja, denkt auch mit reingespielt halt natürlich. Man merkt halt so Superintelligenzen, die haben natürlich Langfristpläne halt. Das geht halt schon direkt los halt mit der Aufspaltung S in S und Talin halt nochmal. Praktisch nochmal so eine Art Zellteilung. War halt im 2500er Heften, glaube ich, ne? Also vor dem Neuroversum, genau. Ja, das war, also man merkt halt so etwas größerer Rahmen halt, ne? Auch denke lange vorbereitet. Ich glaube, da erkennt man sogar noch die Handschrift so ein bisschen von Robert Feldhoff mit. Da hat dann ja Uwe Antonsson ein bisschen noch was draufgesetzt mit dem Star. Das war, glaube ich, sehr nah dran. Das geht's dann halt in Neuroversum, war, glaube ich, so sein Ding, was er da konstruiert hat. Ne? Und ja, und dann kam halt dann ja. Wim Wandemann und Christian Montlion halt, ne, die dann ja dann noch mal
den ganz, ganz großen Bogen gespannt haben. Ich denke mal, es steckt schon ein Konzept hinter, so langsam, glaube ich, klärt sich's raus. Wäre vielleicht ja, besser gewesen, uns vielleicht so ein bisschen mehr daran teilnehmen zu lassen und nicht alles so komplett im Dunkeln zu lassen. Also hätte mir persönlich vielleicht mehr gefallen, aber hätte vielleicht dann auch mal so ein bisschen so, ja, vielleicht so eine Art, so einen falschen Regenschirm drüber gespannt halten, hätte das alles dann irgendwie dann nochmal einen dann auch, man versteht, wo es nach hingehen soll. Halt, ne? Das ist vielleicht ja, wichtig halt, ne? Um dabei zu bleiben halt. Ne? Und ist natürlich auch so ein Ding, wo man sagt, okay, das interessiert mich dann doch, wie es nachher ausgeht. Und ja, nicht einfach nur so einzelne Dinge zu sagen, halt, es ist komplett bodenständig, was es natürlich dann im Endeffekt nicht ist. Ne? Ja. Also, toller Roman, gefällt mir sehr gut. Beide Daumen hoch. Also, genau, am Schluss taucht Kmosen dann selber nochmal auf, halt, ne? Sagt halt hier, die Armada wird halt aus dem All geblasen, halt, ne? Peri und die Zellaktivatorträger und die Leuchtkraft geben alles halt, ne? Und ja, zum Schluss kommt dann noch der Chef selber und sagt dann, war doch nicht so gemeint. Und ja, da bin ich gespannt, wie es halt weitergeht. Ich denke, das gibt jetzt den Showdown halt nächstes Mal. Weiß gar nicht, wer dran ist. Ich glaube. Ben Kavinari. Ja, cool. Also da bin ich gespannt, da freue ich mich drauf. Ich denke, das wird ganz cool werden und bin definitiv gespannt, wie es wird. Ja, so, dann im Moment läuft ja noch was anderes halt. Ne? Gestern hatten wir auch die Aufnahme zum Terranischen Kongress und ja, bevor wir jetzt zum Sonst kommen, haben wir noch einen Punkt. Ja. Ich war fleißig heute, ich habe noch was gelesen und zwar halt hier die Nekropole der Shenno, der ist passend gekommen. Wirklich, Cover gefällt mir gut, ich glaube, das ist ein Dirk Schulz, ne? Muss ich nochmal gucken. Ja, Dirk Schulz, also tolles Ding, gefällt mir gut. Man sieht halt hier unseren etwas unsympathischen Siganesen halt, ne? Den Johann Aspra. Ja, war noch nicht so die sympathischste Figur halt, ne? Auch so ein bisschen zwielichtiger Charakter halt, ne? Und ja, der wird jetzt halt auch so quasi gekidnappt und dann wieder auf die Welt der Gentpro verfrachtet halt. Ne? Wir haben da hier noch so einen extrem unsympathischen unseren Flottenkapitän da halt oder ja, Kapitänsleutnant. Weiß ich gar nicht, muss mal gucken, was er war. Ist jetzt auch nicht so wichtig, auf jeden Fall den Chef da halt, ne? Der sich dann schon glaube im zweiten Roman etwas ruppig herausgestellt hat. Ne? Und ja. Und ja, man merkt halt so die ach, wie hieß er nochmal? Mein Namensgedächtnis ist ganz fürchterlich. Ich muss echt nochmal gucken, wie das Schiff hieß. Also, das ist immer so manchmal verschwindet das irgendwie aus dem. Wenn ich sehe, kommt es sofort wieder. Ah, Mungo Park. Ja, Mungo Park, klar. Also, ja, der Captain hat auch so ein bisschen Dreck am Stecken halt. Ne? Das hat man von Anfang an schon gemerkt, dass da irgendwie was nicht so ganz koscher ist halt. Ne? Unser Johann Aspra steckt da auch mit drin halt. Ne? Und ja, in dem Feld halt die Besatzung der Mungo Park ist jetzt quasi halt offiziell als verschollen und tot gekennzeichnet. Und ja, ist dann halt unter dieser wahren Allianz oder Norman halt da zugange. Und ja, unter vorgehaltenem Thermostrahler suchen sie halt nach den Chandru, weil halt die Vare Allianz sucht dann halt auch irgendwie, will gucken halt, dass sie diese androgynen Gefahr natürlich bannen kann halt, will gucken, wo die Leute sind. Es wird versucht halt auch eine dieser Silberkapseln zu bergen halt, ne? Und die Wissenschaftler machen halt ganz langsam, weil sie die Gefahr wittern halt, dass sie nachher um die Ecke gebracht werden, wenn sie ihre Pflicht und Schuldigkeit getan haben. Ne? Und ja, unser Johann Aspra stolpert wieder mit charmant und feinfühlig, wie immer halt in Anführungsstrichen da rein halt, bringt dann dieses ganze Konstrukt der Mungo Park Leute halt zum Kollabieren halt, findet so, zeigt sofort, ach, das sind Chip und doch da etwas anderes, oder? Ja, genau, darum geht es halt in dem Roman halt, ne, im Prinzip, also nach dem Vorgeplänkel natürlich halt, ne, und ja, er findet halt die Leute und ja, wird dann auch gleich abgestellt halt dann, um die Silberkapsel halt zu bergen halt. Und ja, parallel haben wir natürlich noch wieder Aurelia Biene, die halt natürlich im Hintergrund rausfinden soll, was da Sache ist.
Ja, wir machen zum Vorgängerroman auch einen Zeitsprung von einem Jahr. Das fand ich schon mal sehr gut, weil das passt ganz gut, weil ich hatte mir jetzt im letzten Roman überlegt halt, also Perry fliegt jetzt ein halbes Jahr weg, macht da irgendwas, fliegt ein halbes Jahr zurück und der Zeit läuft ja die Zeit weiter. Dieser Zeitsprung von einem Jahr, so ganz glaube ich das nicht. Also das ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Also so ganz, ja, also ich kann Ecotoilette verstehen, sag mal, was macht ihr eigentlich? Ein Jahr ist passiert und hier ist nichts passiert. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil das sehe ich dann genauso halt. Ne? Das passt nicht so ganz. Also das ist, aber zumindest halt ist zumindest die Zeitskala schon wieder im Takt halt. So im Prinzip halt, wir machen quasi direkt im Anschluss weiter halt und haben jetzt keine Vor-Zurückblenden, das war jetzt meine Befürchtung. Also ich bin echt kein Freund von Rückblenden. Das ist ein Tool, was natürlich im Werkzeugkasten des Autors drin ist oder des Schriftstellers drin ist, aber dafür muss es dann auch einen Grund geben, wenn man sowas einsetzt. Es ist kein reiner Selbstzweck. Ne? Also von daher kann man sich streiten, ob das jetzt im ersten Roman von Cahiert so nötig war, aber c'est la vie. Ja, Aurelia Biener ist halt auch unterwegs, ne? Man merkt halt schon, es läuft nachher auf dieser Handlungsebene dann zusammen halt. Ne? Ja, Johann Aspar hat sich auch als uncharmanter Mensch halt natürlich jetzt irgendwie eine Menge Geld unterschlagen halt, ne? Die er durch seine dunklen Machenschaften auch mit dem Captain der Mungo Park da an die Seite geschafft hat und die Kohle verjubelt und sich das Leben gut sein lassen und dann, bevor sich dann wieder mal den Champos wieder auf dem Planet wiederfindet halt. Ne? Und ja. Man merkt halt, Orina Bina ist halt parallel noch unterwegs halt, ne, um den Stein wieder aufzugreifen. Ja, und die findet so ein bisschen mehr raus halt, wenn man überlegt da halt, also irgendwo müssen diese ganzen Silberkapseln ja wegkommen halt, die fallen in Massen da ein und wenn sie in Massen abgeschossen werden, sind nachher Massen wieder da halt. Also irgendwo müssen die gebaut werden. Und ja, da fand ich eine super coole Idee, fliegende Werftschiffe. Das war das eigentlich, was ich überlegt habe. Also die Rastschubei so als Flottenträger, also als Flugzeugträger, als Flottenträger. Ja, ist ein Konzept, kann man so sehen halt. Ist natürlich so stark an Flugzeugträger angelehnt, aber so wirklich so für richtige Fernraumschiffe sind jetzt die Silberkapseln halt der androgynen Stände deutlich geschickter, weil halt das macht schon mehr Sinn, meiner Meinung nach, halt irgendwie so im Prinzip dann wirklich auch so halt Schiffe natürlich, die mit der gleichen Technik, wie die Rastschubei fliegt, allerdings ohne natürlich den Nachteil, dass sie halt keine lebendigen Leute oder keine Lebewesen am Leben erhalten müssen, sondern die Strahlung dieses Antriebs ist halt einfach tödlich für lebendige Wesen, die halt nicht irgendwie in Stasis sind, in Suspension gehalten werden halt oder halt wie Perry halt in Tiefschlafkapseln gehalten werden halt, ne, und natürlich noch mit Zellaktivator. Ist natürlich auch so ein bisschen geschützt gegen sowas halt. Ne? Aber ja, fand ich super tolles Konzept, hat mir super Spaß gemacht. Also im Prinzip halt, man merkt so richtig so, da ist durchdachte Technik mit dabei, definitiv. Also man merkt halt wirklich halt so diese fliegenden Werften halt, ne? Dass die wirklich auch schnell sind halt, ne? Aber dann auch wirklich hauptsächlich darauf ausgelegt sind, wirklich halt dann auch Nachschub produzieren zu können halt. Ne? Man merkt halt, also weil ich halt was für ein Perry für einen Verschleiß hat, ne? Der muss halt doch mal irgendwie nach Hause fliegen, weil halt alles an Schiffen zu Schrott geflogen hat, was da irgendwie was man mitgenommen hat. Ne? Und von daher macht es meiner Meinung nach extrem Sinn, halt irgendwie zumindest halt irgendwie vielleicht so ein bisschen Hangarplatz, also das ist toter Raum im Prinzip halt, durch eine Werft zu ersetzen, zu sagen, okay, komm, wir sammeln unterwegs Material ein, bauen uns ein paar Schiffe zusammen oder reparieren die. Und produzieren nach, wenn wir halt unterwegs sind. Halt, ne? Das macht einfach deutlich mehr Sinn, wenn man langfristig irgendwo unterwegs ist. Ne? Und da machen so statische Trägerschiffe, die einfach nur das haben, was sie mitnehmen, keinen Sinn halt. Ne? Von daher finde ich das besser, wenn man einfach sagt, okay, wir können uns selbst versorgen halt. Ne? Wir können Energie anzapfen halt. Wir können Material aufnehmen. Wir können halt das Material verarbeiten. Und damit dann auch halt kleine Schiffe bauen halt, die dann einfach dann auch in Missionen oder in Kampf geschickt werden halt. Ne? Das macht mehr Sinn halt. Ne? So Träger werden natürlich in den Kampf geschickt, sondern einfach nur die Dinger, die hätte sonst transportiert. Von daher finde ich, tolles Konzept, wirklich schön umgesetzt. Beide Daumen hoch, definitiv. Von daher muss ich sagen, dieser Roman, nach dem Anfangsholperer dachte ich mir, boah, nicht schon wieder irgendwie Abschlachten von einem Dorf. Ne? Ja, es soll natürlich so ein bisschen Betroffenheit zeigen, aber das hatten wir schon. Und
Ich lese das auch nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Also, da stehe ich nicht drauf, halt, ne? Irgendwie Leben und unnötiges Leiden halt. Ja, einfach nur um des Leidens willen halt. Ne? Das von daher, ja, musste jetzt sein. Also der Vorteil halt, wenn man es als E-Book liest oder als Heft, man kann schnell vorblättern, halt denken, okay, ne? Bis es dann interessant wird halt. Und das wurde dann relativ schnell halt, ne? Wie gesagt, mit Johann Aspra. Unser Unsympath hat definitiv Tiefe bekommen. Er hat auch, glaube ich, noch so ein bisschen Charakterentwicklung durchgemacht, das ihm, glaube ich, nicht schadet. Fand ich gut. Aurelia Biener im Einsatz halt, ne? Und dann natürlich halt, wir erfahren, was es mit den Silberschiffen um sich geht, wo die herkommen, wie das überhaupt funktioniert, in welcher Größenordnung das ist. Na, wobei Größenordnung natürlich schon wieder dezent Richtung Größenwahn geht, in der Nummer. Ja, die Postbis kommen noch so ein bisschen mit ins Spiel halt, ne? Oder die Sign-Konstrukte halt, ne? Die sind natürlich auch im Leerraum unterwegs und sobald man halt weiß, wonach man gucken kann, kann man danach gucken und da kommt sich dann, stellt sich ein Bild raus und denkt man sich, ja, auf der anderen Seite finde ich das ein paar Nummern zu groß jetzt an der Stelle. Und vor allem, da wir natürlich jetzt quasi halt auch jetzt, glaube ich, 10 bis 5 Jahre halt vor dem Einfall von Fenric in der Milchstraße sind. Ja, ich denke, diese Miniserie wird irgendwann enden halt nach 12 Heften, wie sie das immer tun. Und danach müssten wir eigentlich irgendwie eine ganze Menge super tolle Raumschiffe, Roboter, wahre Armeen zur Verfügung haben. Und ja, wo bleiben die? Wo sind die abgeblieben? Das ist vielleicht noch die spannende Frage, wie das halt jetzt so in dieser Masse dann irgendwie ausgehen wird halt. Ne? Also so ein paar Ideen ist halt wahrscheinlich, werden sie entweder alle vernichtet oder die kriegen einen Selbstzerstörungsbefehl oder Peri befriedet sie halt, ne? Und dann ziehen sie friedlich von dannen oder ja, vielleicht so ein bisschen Ansatzpunkt sind vielleicht die Chenor. Also wenn man da eins und eins zusammenzählt, die tauchen am Anfang auf, sie spielen am Anfang eine wichtige Rolle, sie leiden, sie haben jetzt hier die Nekropole, was natürlich ja, da ganz dicke Spoilerwarnung. Also wer nicht gespoilert werden will, schaltet jetzt ab oder überspringt das halt, ne? Ja, die Nekropole hat noch eine Speicherwirkung halt, ne? Also das heißt, es werden quasi halt es wird so eine Abart aber wie hieß es nochmal? Unser Psi-Metall, was halt zum Beispiel auch die alten Mutanten gespeichert hat. Ne? Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall dieses Metall, halt, was einfach Bewusstsein speichern kann. Und da gibt es halt noch ein bisschen was. Es gibt so halt Figuren halt, wo dann es wird auch gezeigt, halt, wie jemand dann sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr. Oder ja, wir haben halt einen, der halt so quasi Tötungsdienst hat, der da irgendwie so rumstiehlt und so eine Art Altenheim halt, ne, dann die Leute abklappert und fragt, wie sieht's aus? Und meinte, nee, ich komme morgen wieder. Und einer sagt dann, okay, ja, ich bin bereit. Und ja, der beißt dann in die sauren Algen und überträgt dann quasi sein Bewusstsein halt auf diese Figur. Und die Figur wird dann quasi zu einer Art See getragen, die halt voll von diesem Psi-Metall ist halt. Ne? Und ja, das Bewusstsein gespeichert wird. Ne? Und da. Ja, da gibt es dann noch so einen Kniff halt. Ne? Aurelia Biener setzt sich noch eine Krone aus Psi-Metall auf, hat zwei Chenno-Bewusstsein da drin halt, ne? Die Eltern des Chenno, der akzeptiert worden ist von den Androgynen als Mensch halt, ne? Als Wesen, das die moralischen Standards erfüllt hat. Und ja, damit geht es dann weiter halt. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann ist dann kurz vor Halbzeit. Adams Ruf, da geht es wahrscheinlich zurück zu Peri Rodan, Adam von Auris, was ich auch schon im Vorgängerroman, also halt was im Vorgängerroman auch schon ein Thema war halt. Ne? Also derjenige, der das wahrscheinlich komplett losgetreten, angetriggert hat, ist halt Adam von Auris. Und von daher, gut, er hatte auch ein etwas merkwürdiges Weltbild natürlich halt, was natürlich dann zum Weltenbrand geführt hat. Ne? Das ist also einer der ganz schlimmen Bösewichte halt so ein bisschen so gut gemeint ist, halt nicht gut gemacht, ne? Das hüte dich vor Leuten, die Gutes im Sinn haben und für die dann der Zweck alle Mittel heiligt, ne? Das ist dann immer Richtung Fanatiker halt, ne? Und ja, also da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Olaf Brill, ich bin gespannt, also Olaf Brill, die letzten Androiden-Romane oder die Atlantis-Romane, die fand ich sehr gut halt, ne? Das war schon sehr cool und bin gespannt, wie es weitergeht. Und
Ja, im Moment bin ich echt mit der Android-Miniserie versöhnt. Also im Moment ergibt das für mich Sinn. Ein paar Fragen sind noch, aber das ist natürlich kurz vor Halbzeit immer noch okay, dass man da noch eine Menge Fragen hat, ne, und überlegt, wie geht's da jetzt weiter halt, ne, und ja, wobei halt natürlich eine Menge Fragen jetzt einfach auch schon beantwortet sind. Und jetzt weiß ich, ob die zweite Hälfte jetzt einfach ans Aufräumen geht halt, ne, oder das Problem zu lösen. Was natürlich auch spannend sein kann halt, ne, und nicht so mit dem Fingerschnitt passieren wird, was ich auch schon mal schön finde halt, ne, nicht so irgendwie lange im Dunkeln gehalten werden, irgendwie rausfinden und dann Peri-Schnippen, Finger und alles so super. Ja, dann bin ich mal gespannt halt, ne. Wahrscheinlich Aurelia Biener kommt noch ein bisschen was zu tun halt, ne. Gut, man, er weiß ja auch nachher im Prinzip halt, wenn Fenerik ankommt, ist sie halt Chefin, ne, und von daher denke, wird sie das sich in dieser Miniserie erarbeitet haben. Jo, cooles Ding. Also gefällt mir. Im Moment, das ist der Roman, der mich so wieder, also wobei wir hatten ja gestern halt auch den Roman halt von Jacqueline Meyerhofer, ne, den ich auch schon cool fand. Er war natürlich sehr, sehr Philipp K. Dick-mäßig halt, natürlich so ein bisschen rausgesprungen, halbes Jahr weg, halbes Jahr zurück. Von daher dieser Zeitsprung, so ganz kaufe ich ihn jetzt nicht von einem Jahr, aber gut, lassen wir 5 gerade sein. Also ich finde das deutlich besser, als zu sagen, wir springen jetzt vor und zurück, was dann einfach nur ein komplettes Chaos wäre. Und noch schlimmer, als jetzt sagen, okay, komm, wir machen jetzt irgendwie einen Sprung. Wir erklären jetzt irgendwie, dass die ein Jahr lang Eier geschaukelt haben auf Deutsch. Aber gut. Ja. Da hat nicht so toll wirklich einen Grund zu sagen, ja, Leute, was ist hier los? Vollkommen berechtigterweise halt, ne? Und ja, obwohl das müsste natürlich echt Spuren hinterlassen haben in der Milchstraße, ne? Von daher, ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht halt, ne? So mein Vertrauen in die Miniserie von Kahiert ist wieder ein bisschen hergestellt. Also ich bin jetzt wirklich neugierig, wie es weitergeht. Und ja, haben wir der Dinge, müssen uns überraschen. Und in dem Sinne haben wir noch eine Menge Spaß. Jo. Genau. Sonst so, gut, ich nehme das etwas eher auf, da, wie gesagt, halt Feiertag ist. Ja, mein Brötchengräber hat wieder angerufen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt so ein paar Tage am Stück wirklich ein langes Wochenende zum Erholen habe. Ist nicht ganz so gewesen. Das Leid des Administrators halt ab und zu rufen die Systeme dann doch mal mitten in der Nacht anhalten und man muss raus und was tun und ja. Also, ich werde dann halt kein langes Wochenende haben. Ich werde dann Freitag arbeiten müssen halt, ne, aber gut. Ich hoffe, dass ich Samstag zum Polonia-Con komme. Ich bin da mal optimistisch halt, ne, wenn man Freitag die Bühne kriegt. Ja, ich denke, dann kann ich dann wahrscheinlich Samstag dann zum Polonia-Con fahren halt und dann, ja, sonntags morgens, die Arbeit ist erledigt. Denke mal, dann werde ich auf jeden Fall sonntags morgens halt mal die Telinger einspielen halt und erzählen, wie es auf dem Polonia-Con war. Das ist zumindest mein Plan. Ich hoffe, es klappt. Und ja, in der Zwischenzeit Wetter draußen sehr warm. Ja, 23 Grad, sagt mein Armband. Ja, sonnig, leichte Wolken halt. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal spazieren und man merkt halt so, Licht-Luftbewegung, frische Luft halt, die klären halt schon den Geist, heben die Stimmung, ne, und lüften da oben mal durch, was definitiv nicht schadet und die Stimmung hebt und die Dinge wieder so ein bisschen durchlüftet, ins rechte Licht drückt und in dem Sinne, dreht eine Runde. Wir sehen uns hoffentlich auf dem Kolonia-Con, beziehungsweise haben uns auf dem Kolonia-Con gesehen werden. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß auf dem Kolonia-Con. Wir sehen uns und wir hören uns und viel Spaß mit der Rezension und mit der Teelänge, die noch kommen wird. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In dem Sinne, macht's gut und tschüss!